Herzlich willkommen hier beim Stadtpalais-Museum für Stuttgart auf den Spuren der Todesnacht von Stammheim. Ja, vor 45 Jahren, in der Nacht vom 17. Oktober auf 18. Oktober, haben sich die in Stammheim inhaftierten Häftlinge Andreas Bader, Gudrin Enslin, ja. Jan-Karl Raspe und die Irmgard Möller umgebracht, glaube ich, kann man so sagen. Irmgard Möller hat es überlebt. Ja. Und wir sind heute hier im Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg mit der Leiterin des Museums, Frau Opfermann. Und ja, wir haben uns überlegt, zu diesem 45. Jubiläum zu den Dingen geben, die wir authentisch aus Stammheim haben. Also was ist eigentlich von diesen Nächten übrig, was für Objekte, was für Dinge, und dann führt der Weg zu Ihnen, richtig, oder? So ist das, ja. Wir haben ein paar ganz besondere Exponate aus dieser Zeit der RAF in Stammheim hier in der Ausstellung. Auch immer eben gerne wieder ausgestellt und auch verliehen, wenn ich einsteigen darf. Auf jeden Fall, bitte. Also wir haben hier den Pizzaofen der RAF. Das heißt, es roch immer so lecker nach Pizza, als die RAF in Stuttgart-Stammheim eingesessen hat. Und Pizza, das kann ich Ihnen sagen, steht bis heute nicht auf dem Speiseplan in Stuttgart-Stammheim. Aber der Jan-Karl Raspe, der war halt besonders pfiffig. Und der hat unter anderem aus dieser Keksdose, eine runde Keksdose, die Andreas Bader mal als Weihnachtspaket geschenkt bekommen hat, einen Pizzaofen gebastelt. Wir gehen selber gar nicht davon aus, dass diese Kerze in der Mitte genug Hitze erzeugen konnte, um tatsächlich Pizza zu backen. Dafür hat er dann einen zweiten Pizzaofen gebaut. Jetzt kann man ja, Raspe ist auf jeden Fall besonders einfallsreich, ja, aber ist schon auch normal für Häftlinge. Also Sie sind jetzt ein absoluter Profi im Strafvollzug. Also Pizzaöfen sind eher die Seltenheit. Also mir wäre nicht bekannt, dass es an anderen Orts nochmal Pizzaöfen oder Kochplatten dergleichen gegeben hat. Das ist schon sehr speziell, Jan-Karl Raspe, und damit natürlich auch sinnbildlich für die Haft der RAF in Stammheim. Jetzt sind wir hier in Ludwigsburg. Ja, wie würden Sie denn, Stammheim ist schon eins der wichtigsten, größten Gefängnisse hier in Württemberg der letzten 50 Jahre. Kann man das so sagen? Stammheim ist von besonderer Präsenz natürlich aufgrund seiner Geschichte. Stammheim ist Untersuchungshaftanstalt. Das heißt, Untersuchungshaft wird dann angeordnet richterlich, wenn Verdunklungsgefahr oder Fluchtgefahr besteht. Und daher kommen natürlich sehr viele nach Stammheim. Es ist jetzt nicht die älteste Haftanstalt. Es ist auch nicht die größte. Aber es ist auf jeden Fall für uns hier in der Region eine sehr, sehr wichtige Haftanstalt, ja. Frau Opfermann, wir haben ja jetzt nun einen Pizzaofen, von dem wir nicht glauben, dass das funktioniert hat. Nicht ganz sicher sein können, ja. Den hat man auch, obwohl er von Raspe ist, bei Andreas Bader gefunden. Vielleicht hat Raspe ihn deswegen Andreas Bader gegeben, weil man gesagt hat, vielleicht funktioniert er nicht. Und hier haben wir aber einen, der wahrscheinlich funktioniert hat. Der hat ganz großartig funktioniert. Also wir haben von der Brigitte Mohnhaupt das schöne Zitat, dass eben die Vollzugsbeamten durchaus das ein oder andere Mal eben nach dem Pizzageruch gegangen sind und die Quelle gesucht haben und dass sie es aber nicht gefunden haben. Denn wie Sie sehen, ist dieser Pizzaofen eben eckig, ebenfalls aus einer Keksdose gebastelt, aber diesmal eben mit Heizspiralen versetzt. Er hat an der Seite elektrische Anschlüsse und das hat wunderbar funktioniert. Kam ein Beamter in den Trakt und ist dem Pizzageruch nachgegangen, verschwand der Pizzaofen ganz schnell zwischen zwei Buchumschlägen und dieses Buch verschwand im Regal. In einer Zelle mit 550 Büchern, ja, da finden Sie mal das Kochbuch, ne? Ja, Sie haben ja auch hier in der Ausstellung Bilder von der Zelle, ja, wo Sie sagen, hey, das hat System, das ist Methode, um Dinge zu verstecken. Kann man das so sagen? Oder würde ich mich jetzt nicht dazu verleiten lassen, das einfach so zu bestätigen. Aber es ist natürlich schon so, dass sich in den Zellen der RAF sehr, sehr viel angehäuft hat in der Zeit. Das ist eine Untersuchungshaft, die ja besonders lang war. Die ersten RAF-Häftlinge Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof kamen bereits im Frühjahr 1974 nach Stammheim. Bader und Raspe folgten dann ein paar Monate später. Und in dieser Zeit, in diesen 3,5 Jahren in Stammheim, haben die ordentlich Zeug angehäuft. Sehr viele Bücher, die waren sehr belesen, haben sich ja auch mit Fachliteratur auf den Prozess vorbereitet. Aber man weiß auch, dass Bader eine große Plattensammlung hatte. Also das bringt natürlich dann auch dem Vollzugsbeamten in die Schwierigkeit, dass er eben die Übersicht nicht mehr hat, ne, wenn die Zellen so voll sind. Plattensammlung ist ein gutes Stichwort, weil die Häftlinge haben ja nicht nur aus Dingen Pizzaöfen gebaut, sondern es ist ja auch bestätigt, dass die Anwälte der RAF
Waffen, Sprengstoff geschmuggelt haben. Und in einem solchen besagten Plattenspieler war, glaube ich, die Waffe von Andreas Bader. Ja, sie soll als Versteck gedient haben, aber der Plattenspieler hat nicht den Weg zu uns in die Ausstellung gefunden. Klar ist aber auch viele von den Dingen, es geht ums Verstecken, es geht um Dinge wegzuhalten und sie nicht sichtbar zu machen. Und um sich vielleicht mal eine Vorstellung zu machen, wie so eine Zelle ausgesehen hat, haben Sie ja zumindest hier im Museum eine Zelle aus welchem Trakt von Stammheim? Ich habe eine Zelle aus dem Bau 1, in dem auch die RAF saß, aber nicht eben aus Stock 7, sondern aus Stock 5. Lass uns da mal hingehen. Ja. Durch den Metalldetektor. Frau Opfermann, wir sind jetzt hier im fünften Stock von Bau Stammheim, 1. Bau ja. 1, zwei Stockwerke unter dem berüchtigten Track. Ja. Erzählen Sie mal, wie ist so ein Zimmer ausgestattet und warum haben Sie sowas im Museum? Warum habe ich sowas im Museum? Das liegt natürlich daran, dass das Strafvollzugsmuseum seit Gründung vom Förderverein getragen ist. Der Förderverein besteht vielfach eben aus Justizvollzugsbeamten und Vertretern der Justiz. Und da haben wir einfach auch seit über 30 Jahren ein stetiges Netzwerk gepflegt. Wenn jetzt Möbel wie diese hier ausrangiert werden, was selten der Fall ist, in Stammheim unter anderem, dann sind wir immer ganz froh und dankbar, das wissen die Kollegen dort auch, wenn die uns das bringen. Und so kam auch diese Zelle hier 85 mit Gründung des Museums her, mit Vollzugsbeamten und mit Häftlingen, die sich es auch nicht nehmen lassen haben, hier die authentische Gestaltung mit Wandbeschriftung zu übernehmen. Ne? Das ist so eine typische Haftzelle, U-Haftzelle Stuttgart-Stammheim. Wichtig zu betonen, ne, auch wegen der Doppelbelegung. Sie entspricht aber nicht dem Zustand, in dem die RAF die Untersuchungshaft im Stock 7 Bau 1. Das ist mal, wenn wir jetzt in dieser Zelle für die normale U-Haft sind, wie unterschied sich die Zelle der RAF-Häftlinge? Es ist ja bekannt, dass zum Beispiel Gudrun Enslin und Ulrike Meinhoff, die hatten ja fast 20 Quadratmeter zur Verfügung. Ne? Also da hat man natürlich schon auch versucht, die Situation für die RAF über diesen langen Zeitraum auch entsprechend erträglicher zu machen. Es ist untypisch, dass eine Untersuchungshaft 3,5 Jahre dauert. Ne? Das muss man in dem Zusammenhang einfach auch mit berücksichtigen. Also diese Zelle hier hat jetzt etwas mehr als 7, vielleicht 8 Quadratmeter. Und Sie waren zu zweit? Ja, also Untersuchungshaft wird gerne doppelt belegt. Zumindest war das der Usus. Es ist ein zusätzlicher Suizidschutz. Schutz vor Suizid. Ja, das macht ja. Jetzt muss ich sagen, auf der einen Seite, ich glaube, die Vorstellung ist schrecklich, zu zweit zu sein, aber aus der Perspektive macht es natürlich viel Sinn. Ein Satz noch vielleicht zu diesem siebten Stock. Dort waren ja keine anderen Häftlinge. Dort war der ganze Stockwerk wurde geräumt. Wie kann man sich das vorstellen? Dieser Flur, Stock 7, Bau 1, der wurde eben nochmal mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen abgeschirmt. Ne? Da gab es extra, es klar wurde, dass die RAF nach Stuttgart-Stammheim kommen wird, Baumaßnahmen, die den abgeriegelt hat. Aufgrund der Terrorsituation, der Terrorgefahr, hat man eben dort die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Wie sich das vom Rest abgrenzt. Normalerweise hat der Häftling wandert ja nicht durchs Gebäude. Ne? Der geht in seine Zelle und wenn er morgens wird er zur Arbeit abgeführt und kommt dann wieder zurück. Also der ist ja nicht einfach so frei im Gebäude unterwegs. Also von daher. Ja, wenn wir jetzt hier im fünften Stock sitzen, gibt es denn noch große Unterschiede zwischen den Haftbedingungen von denen, die in Untersuchungshaft im fünften Stock sitzen und den RAF-Terroristen im siebten Stock? Ja, auf jeden Fall. Also die Situation der RAF im siebten Stock ist ganz untypisch. Für gewöhnlich ist es ja so, wir haben in der Untersuchungshaft keine Arbeitspflicht wie in der Strafhaft. Okay. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber die meisten Untersuchungshäftlinge arbeiten, ne, um einfach auch den Tag zu gestalten. Es gibt Struktur, es gibt Sinn. Man kommt mit anderen in Kontakt. Ne? Die RAF war in den Arbeitsbetrieben nicht. Es gibt einen gemeinschaftlichen Hofgang am Tag oder auch ein Sportangebot. Auch da, das sind Bereiche, wo die RAF nicht teilhatte. Die RAF war im siebten Stock
Bau 1 isoliert. In der Gruppe, also nicht die Isolationshaft, deren Vorwurf während des Prozesses nicht müde wurde, betont zu werden. Ulrike Meinhof hat das ja immer wieder getan, unter anderem, aber als Gruppe isoliert. Also der siebte Stock, Bau 1, der Flur, der RAF, da waren die, das war der Bewegungsradius, den ihnen zugesprochen worden ist. Das führt wiederum dazu, dass sie auf diesem abgeschlossenen Bereich vielleicht etwas mehr Freiheit hatten wie ein Untersuchungshäftling im fünften Stock, also Aufschluss tagsüber, sich auf dem Flur frei bewegen können. Das sind so zwei unterschiedliche Aspekte, die die Haftbedingungen für die RAF in Bau 1, Stock 7 ganz besonders darstellt. Frau Opfermann, so sah Stammheim zu der Zeit aus und wo waren jetzt genau die Häftlinge? Also das ist Stuttgart-Stammheim in den 70er Jahren. Man sieht hier Bau 1 mit dem Stock 7. Hier hatten die RAF-Häftlinge ihren Bereich, das Bau 2. Und das hier ist das sogenannte Mehrzweckgebäude. Also der Vorteil, den Stuttgart-Stammheim mitgebracht hat und warum der Prozess schlussendlich in Stuttgart stattgefunden hat und man die RAF, die ja in anderen JVAs schon untergebracht war, in Stuttgart versammelt hat, war, dass eben die der Bau 1 in der Anstalt, hier ist die Mauer, ne, unterirdisch verbunden ist mit, der Mehrzweck, mit dem Mehrzweckgebäude. Man konnte eben auf diesem Weg die RAF-Mitglieder betreut von ihren Vollzugsbeamten einzeln direkt in den Prozesssaal führen und konnte damit ausschließen, dass es einen Befreiungsanschlag gibt auf dem Weg aus der JVA raus zum Gericht in die Stadt. Also das ist der große Vorteil, der Sicherheitsvorteil hier, warum man die RAF nach Stammheim verlegt hat. Liebe Frau Opfermann, hier haben wir nun jetzt ja einen Auszug aus dem Stern mit den, ja, mit der Situation, wenn man so will, am 18. Oktober 1977. Ja, zeigen Sie uns mal, wie war denn, wer war wo, wie sah das da aus im siebten Stock? Also wir haben hier eben das Auffinden der Leichen nach der Todesnacht, nach dem kollektiven Suizid in Stuttgart-Stammheim. Und wir sehen eben Bader hier in seiner Zelle. Bader hat zwei Zellen bewohnt. Ne? Der hatte sozusagen da schon die doppelte Fläche. Man sieht, dass Jan-Karl Raspe hier bereits auf der anderen Seite des Treppenhauses untergebracht war. Das ist den Vorkehrungen geschuldet, die man getroffen hat nach der Schleierentführung. Ne? Um die das so zu entzerren, die Kommunikation zu stören. Gegenüber von Raspe liegt Irmgard Möller, die die Todesnacht überlebt hat. Und hier vorne Gudrun Ensling gegenüber von Andreas Bader, die sich an ihrem Zellenfenster erhängt hat, wie zuvor die Ulrike Meinhof ein Jahr früher. Jetzt ist ja auch hier an der Punkt Raspe, der Tüftler und Bastler unter denen, ist ja der Legende nach auch der, der um 0.40 Uhr, warum auch immer 0.40 Uhr, davon erfährt, dass die Entführung der Landshut, dass sie in Mogadischu stimmte und dass das die Reaktion, der Suizid die Reaktion darauf ist. Natürlich wissen wir das nicht hundertprozentig, aber kam immer noch die Frage, ja, wie ist denn da die Legende, wie erfahren denn die anderen davon? Weil nachts sind doch die Zellen zu wahrscheinlich, oder? Oder weiß man das nicht? Wir haben in der Situation natürlich eine ganz andere wie noch 75 oder 76, wo wir ja eine Situation haben, wo zumindest tagsüber 8 Stunden Aufschluss befand, wo die sich ja auch gemeinschaftlich auf den Prozess vorbereiten konnten. Das sind Zeiten, die sind längst vorbei. Jetzt wird es strenger auch für die RAF. Wir haben eine Zeit, in der eben dann auch viel Zuschluss herrscht, wo die Vollzugsbeamten auch dazu angehalten werden, diese Kommunikation zu unterbinden. Die Todesnacht von Stammheim beschäftigt uns 45 Jahre später immer noch, weil sie eben so viele Fragen offen lässt, weil so viele Dinge nicht eindeutig geklärt werden können. Und eine dieser Dinge, die nicht geklärt werden konnten, ist ihre Frage, wie konnten die sich in dieser Nachtzeit so aufeinander abstimmen? Ja, wir sind ja eigentlich in Isolationshaft. Isolations hieße, sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt und miteinander in dieser Nacht. Und eigentlich müssen sie beides gehabt haben. Sie müssen erfahren haben, dass die Entführung der Landshut gescheitert ist und sie müssen sich gegeneinander davon berichtet haben und abgestimmt haben, dass sie kollektiven Suizid begehen. Und so richtig wissen wir nicht, wie das alles passiert ist. Ich glaube, genauso ist der Punkt. Man ist der Meinung, dass Raspe vielleicht eine Gegensprechanlage gebaut hat zwischen den Zellen, indem er alte Radioleitungen benutzt hat. Aber richtig wissen tun wir das tatsächlich alles. Nie bestätigt worden, nicht. Ja, richtig.
Ja, Raspa hat es eher mit dem Essen, hat Pizzaöfen und Herdplatte gebaut und Andreas Bader hatte sich dem Schnaps verschrieben. Kann man? So einfach lässt sich es leider nicht sagen, denn tatsächlich wurden die Pizzaöfen gebaut, sagt man sich, weil Andreas Bader so gerne Pizza gegessen hat. So. Aber auch hier hat Andreas Bader seine Hand mit im Spiel, da haben Sie vollkommen recht. Es ist eine Destillationsapparatur, also eine Vorrichtung zum Schnapsbrennen. Gar nicht untypisch im Vollzug, findet sich häufig in Straf- und in Untersuchungshaft, dass die Häftlinge sich versuchen, Schnaps zu brennen. Hier haben wir ein schönes Modell, ne? Zwei Kaffeedosen, da war so löslicher Kaffee drin. Die werden im Fachjargon unter den Häftlingen Bomben genannt. Ne? Verbunden hier mit einem Schlauch. Und dieser Schlauch macht die Destillationsapparatur so besonders, denn es ist ein Schlauch aus der medizinischen Versorgung, der für die Zwangsernährung bei Hungerstreik gebraucht wird. Ja, Frau Opfermann, jetzt müssen Sie unseren Zuhörern und Zuschauern noch den Tipp geben. Wann haben Sie eigentlich offen? Weil ich glaube, jetzt muss man sich das ja alles mal im Original anschauen. Ja. Und ich kann das auch nur empfehlen. Wann haben Sie offen und wo muss man genau hin? Das Strafvollzugsmuseum ist in Ludwigsburg auf der Schorndorfer Straße 38 zu finden, gegenüber vom Amtsgericht. Wir haben Besuchszeiten am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr für die Einzelbesucher. Gruppen melden sich bitte an. Ich bin ich bin jeden Tag im Haus und öffne gerne die Tür. Deswegen heißt es bei uns immer auf gut Glück oder nach Voranmeldung. Denn wenn ich so einen Termin habe wie mit Ihnen heute, dann geht das schwer. Wenn ich beim Netzwerken bin in den Vollzugsanstalten, dann bin ich nicht im Haus, dann kann ich auch nicht öffnen. Aber generell ist ein Besuch des Strafvollzugsmuseums jederzeit möglich. Ja, wir konnten natürlich keine der Mythen, Fragen um die Todesnacht von Stammheim klären, aber wir konnten bei Ihnen im Museum zeigen, was ist davon übrig? Ja. Was haben wir an Dingen wirklich da, die nicht in den Kellern der Kriminalämter noch sind? In den Asservatenkammern, sind. Und ich glaube, der Blick hat sich gelohnt und die Diskussion um die Todesnacht von Stammheim wird garantiert weitergehen. Vielen Dank.